Reise. Die drei Zauberer sind frei. Du hast es geschafft? War nicht leicht. Aber ja, das wird Necrolord schwächen. Doch ich fürchte, dass es zu spät ist. Seine Manifestation hat bereits begonnen. Wenn er einmal zum Titan geworden ist, können wir ihn nicht mehr aufhalten. Wie, er will zum Titanen werden? Schöne Grüße hier aus Wüsten 3. Wir sind gerade auf der Totenkopfinsel und unser Geist wird von Necrolord irgendwie beherrscht. Nein, beeinflusst auf jeden Fall. Er muss irgendwelche Sachen tun, uns töten, wenn wir uns wieder vereinigen. Aber wir müssen uns wieder vereinigen. Also hoffen wir, dass der Einfluss von Necrolord auf unseren Geist so gering ist, dass unser Geist uns nicht töten muss. Wir müssen uns vereinigen. Schnell! Du weißt schon, dass es unser beider Ende bedeuten kann? Jetzt oder nie. Mach schon! Okay. Ich werde versuchen, Necrolords Bannzauber zu brechen. Los geht's. Entweder sind wir gleich beide weg, oder... Also... So ist das doch schon viel besser. Hey, ich wusste ja gar nicht, dass... Die Erinnerung kommt zurück. Interessant. So, und jetzt habe ich ein Treffen mit einer Kreatur der Unterwelt. Welche Erinnerung kommt zurück? Welche Erinnerung kommt zurück? Wieso sagt er das denn jetzt nicht? Oh, verdammt nochmal. So, Edward, nehmen wir mit. Ich folge dir. Alles klar. Mal schauen, was jetzt hier abgeht. Wir müssen uns trennen, wenn du weitergehen willst. Echt? Alter, was für eine Pussy bist du denn? Na gut, geh ich mal alleine weiter. So, das Ende wartet auf uns. Ne, nicht auf uns. Auf Necrolord. Warte, das Ende. Was ist das? Wie konntest du meine Barrieren überwinden? Ich schätze, ich hatte Glück. Du hast die Zauberer aus ihrer Folterzange befreit. Ein cleverer Schachzug von dir. Das muss ich dir lassen. Doch leider wird euch das nichts mehr nützen. Ich bin bereit für meine Manifestation. Du kommst gerade recht, um meiner Fleischwerdung beizuwohnen. Kleiner Mensch. Das wollen wir doch lieber lassen. Immer noch Widerstand? Pah! Ihr kleinen Menschen wisst gar nicht, was euch erwartet. Es wird eine Befreiung sein. Die Befreiung von eurer mickrigen Existenz. Durch mich werden alle Menschen zu etwas Größerem, etwas Mächtigerem. Mein Werk! Mein Reich! Schluss damit. Ich mach deinen kleinen Laden hier jetzt zu. Du kleiner Wicht wirst nun lernen, was Demut ist. Körper aussaugt, verlierst du Lebenskraft. Sorge dafür, dass du ihn unterbrichst. Oh, jetzt hat der... Also ich wäre nicht so glücklich, wenn ich Fleisch werden würde von einem Geist aus und dann so ein hässliches Ding wäre. Todestitan. Alter, lass den Scheiß. Blaue Spinne, ey. Nein! Aber wir können unser Geist dann auch ziehen. Ah, das ist ja geil, ey. Als Geist werden wir ihn jetzt richtig wegballern, ey. Na, komm schon. Ich mach dich kalt, Junge. Alter. Hier ist ja noch ein Kristallportal, sehe ich gerade. Nicht mit mir, Freundchen. Alter! Boah! Aber
nur wenn er uns unseren Körper angreift, verlieren wir Leben anscheinend. Aber wir regenerieren uns natürlich auch noch ein bisschen. Alter, nein! Zauber der Kraft! Ah, nein! So, du kassierst sowas von diesen mehreren Kristallportalen, diesen drei Kristallportale. Nicht mit mir, Freundchen. Und nochmal, nein. Oh, ja, geil. Komm, dann ist das so geil. Aber er verschwindet die ganze Zeit. So ein Luschi, ey. Was bist du für ein Luschi, Alter? Greif ihn nochmal an. Nikolot hat sich mit seinem Körper weggeteleportiert und beginnt ihn auszusaugen. Finde ihn, bevor er sein Werk vollenden kann. Verwende die Schattenportale, um dich zu teleportieren. Heile dich, indem du durch das heilige Licht in der Mitte des Raumes läufst. Oh nein, sind Höllenhunde. Also ich kann das hier noch verlängern, indem ich hier durchlaufe. Wo ist der Sack? Hier oben ist er. Wieso will er meinem Körper den Leben aussaugen? Ach, so ein hässlicher Typ. Aber wie glücklich der ist, dass er jetzt wieder Fleisch geworden ist. Aber der hat seine Rippen irgendwie unten, wo der eigentlich Beine haben sollte. Ist ja wirklich widerlich, ey. Alter. Und jetzt stirbt er endlich. Jawohl. Jetzt ist Schluss. Das war das Ende! Projektmanager Björn Pankratz. Sehr, sehr geiles Spiel. Also Risen 3 ist vorbei. Mit unserem Geist, mit Hilfe unseres Geistes. Wir haben als Geist den leibhaftigen Tod niedergeprügelt. Haben wir es jetzt geschafft. Und haben die Katastrophe des Schattenreiches abgewendet. Da sind sie, Game Design und Story. Harald Icken, Jennifer Pankratz und Amadeus Weidmann. Schöne Grüße an die drei. Natürlich auch an Björn. Danke für das echt sehr geile Spiel. Also das Ende hat mich echt positiv überrascht. Obwohl es sehr plötzlich war, fand ich jetzt. Also schön, dass wir jetzt den Necrolot da platt gemacht haben, den Todestitan. Aber wieso gab es da noch keine Gespräche irgendwie noch mit den anderen? Wieso sind wir einfach davon gesegelt und wohin und wieso? Oh, ich hoffe mal, dass nach den Credits noch irgendwas kommt, aber sonst war das Spiel aber doch echt besser als Risen 2 auf jeden Fall. Es gibt also wieder so einige Sachen, die ich dran auszusetzen habe. Zum Beispiel einfach, dass das Spiel einfach viel zu einfach gemacht ist. Wenn man mal den Vergleich von Risen oder Gothic auf Risen 2 und Risen 3 auf jeden Fall zieht, dann bemerkt man, dass einfach nicht alles so viel Wert hat wie bei Gothic. In Gothic 1 und 2 war jede Waffe hatte, das war so geil, eine neue Waffe zu bekommen. Boah, muss ich mal trainieren, um die tragen zu dürfen. Und mit der, wenn ich die dann benutzen konnte, oh, das war so geil. Und jede Waffe war wirklich einzigartig. Die hatte ein bisschen mehr Wert, nenne ich ein bisschen, die hatte einen so großen Wert, wie hier in Risen 3 keine einzige Waffe einen Wert hat. Der Geistermeier, komm. Wenn du den hast, dann kannst du benutzen. Was ist das? Was? Wieso?
Die sehen gleich aus. Der Hammer spielt sich wie ein Schwert. Ich steche damit Leute mit ab. Was? Immer mit Gleitern umher zu wandern. Ich finde, kein Ort der Welt hat irgendwie einen höheren Schwierigkeitsgrad, außer jetzt vielleicht diese Schattengebiete. Aber sonst sind die Gebiete halt vom Schwierigkeitsgrad gleich her. Nirgendwo, wie jetzt zum Beispiel in Gothic 1, das Orklager oder das Orkgebiet. Da konntest du nicht reingehen am Anfang. Hier konntest du ja überall hingehen am Anfang. Das finde ich nicht so eine geile. Finde ich jetzt gar nicht so geil. Ich fände es schon geil, wenn man irgendwie ein Open World hat, aber dafür weiß, oh, da kann ich noch nicht hingehen, da sind die Monster zu stark. Man muss das Spiel ein bisschen schwerer machen, die Spieleserie. Wenn bei Risen 4, hoffe ich mal, wenn das kommt, wieder in diese Richtung gehen wird. Und ich denke mal, es wird ein größerer Schritt sein von Richtung Gothic als von Risen 2 auf Risen 3. Wenn man ja hier die Engine beibehalten hat. Ich wette, das ging auch nicht anders. Kann ich auch voll verstehen. Dass man halt dieses Piraten-Setting nicht ganz rausstreichen konnte, weil es einfach in der Engine auch lag. Die Säbel und sowas. Aber man hat sich echt viel Mühe gegeben, wieder einen richtigen Schritt. Ich bin schon total dulle vom Spiel. Einen richtigen Schritt in Richtung Gothic zu machen. Ich denke mal, die Leute bei Piranha Bytes wissen jetzt ganz genau, was die Fans wollen. Und Risen 3 ist echt ein geiles Spiel. Also wenn ihr es noch nicht geholt habt, holt es euch. Echt besser als Risen 2, obwohl Risen 2 auch so seinen Charme hat, diesen Piratencharme. Aber nun ja. Ich denke, das neue, also das richtige Gothic kommt dann wirklich in Risen 4 wieder, wenn die Leute bei Piranha Bytes nicht diesen Weg wieder einschlagen, wie sie es jetzt hier gemacht haben mit Risen 2 und teilweise auch Risen 3. Wie gesagt, das ist ein Schwierigkeitsgrad. Es ist einfach viel zu einfach. Das Spiel ist manchmal echt wie für Kinder gemacht, wie für Sechsjährige. Und immer draufhauen, na, ich finde das auch nicht. Ja, ich meine, dass man einfach. Wie soll ich das erklären? Ich weiß nicht, wie ich das in Worte fasse, was ich meine. Vielleicht wissen einige, was ich jetzt meine, durch dieses Gefasel, was ich hier von mir gegeben habe. Wisst ihr, was ich meine? Fuß. Hauen. Gut. Vielleicht wisst ihr jetzt, was ich meine. Nein. Also, wie gesagt, ich finde es ein bisschen zu einfach gestaltet. Du müsst es wieder so richtig düster machen. Also, düster war es ja auch schon, aber so wie Gothic 1. So richtig verloren. Du bist richtig am Arsch. Aber man hat auch hier in Risen 3 war es echt auch sehr gut gemacht mit dem See. Der Seele am Ende, hallo, fand ich voll geil, dass sie sich da wieder getroffen haben und dann gemeinsam der Geist, dann letztendlich den Körper, der die ganze Zeit, das ganze Spiel über, den Geist gesucht hat, dann den Körper rettet. Das ist ja total lustig eigentlich. Ironie, aber gute Ironie, sag ich mal. Ja. Danke für das echt geile Spiel. Björn. Frau, die beiden Pankratzes und Amadeus und Harry. So. Will Freeman? Okay. Auf jeden Fall. Ja, vielen Dank dafür. Ich hoffe mal, das wäre so geil, wenn ich mal in Risen 4 sprechen dürfte. aber ja. Ich bin dabei, Leute. Irgendwann werde ich auf jeden Fall in einem Computerspiel zu hören sein. Ob es Risen 4 sein wird, weiß ich nicht. Oh, das wäre so geil. Aber ich arbeite dran. Ja, danke für das tolle Spiel. Wir sehen uns dann bei dem nächsten Projekt. Das wird dann wahrscheinlich Dragon Age Inquisition sein, aber das dürfte jetzt schon laufen zu diesem Zeitpunkt. Ansonsten, ja, danke fürs Zuschauen. Bis dann. Tschüss.